Was soll, Leute? Hier ist wieder Draglinus mit Let's Replay Metal Gear Solid 4. Wir sollten uns ja eigentlich am Ende, also der zweiten Sightseeing-Tour jetzt befinden. Allerdings hat mein Aufnahmegerät sich gesagt, nö, nehme ich nicht auf. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das nicht mehr aufnehmen kann, weil ich schon die zweite Datei geladen hatte, bevor ich das bemerkt hatte. Dementsprechend dachte ich mir, verpacke ich das jetzt in einem, weil ich an den Gebieten, wo ich dort vorbeigekommen wäre, sowieso noch vorbeikommen werde. Und hier haben wir einen iPod-Song, Test Subject Duality von Metal Gear Exit 2. Musik aus dem Kampf mit Venus, auch das Schlussthema für Hideo Kojimas Hidechan Radio Podcast. So, jetzt werde ich den Widerstandsmitglied werde ich jetzt übrigens aufhalten, also mit einem Holder begrüßen. Komm, weil ich deinen iPod-Song will. Hands up. Jo, so, gib mal her das feine Teil. Komm, du hast es irgendwo. Ja, das war's. Das ist Biohazard von Snatcher, Musik aus der Eröffnung und dem Demo, das mit Konamis Custom Soundchip SCC erstellt wurde. Können wir übrigens gleich mal anmachen. Übrigens, das Pfeifen des Widerstandsmitglieds wird sich verändern, je nachdem, in welcher Gefühlslage er ist. Wenn er... Ach so, es ist schon an. Komisch. Wenn er beunruhigt ist, wird er schneller pfeifen und so weiter. Und es gibt ein Sprichwort in Japan. Wandere niemals nachts mit pfeifendem Klang. Ja, klar, könnte man sagen. Also pfeife niemals nachts auf offener Straße, sonst kommen Schlangen herausgekrochen, um dich zu holen. Und genau das ist hier ja der Fall. Wir sind die Schlange, die herausgekrochen kommt, um ihn zu holen. Und er pfeift. Dementsprechend definitiv die Wahrheit in diesem Sprichwort, wenn man Metal Gear Solid berücksichtigt. Nö, glaube ich nicht. Vor allen Dingen will ich euch aus dem Weg räumen. Aus irgendeinem Grund kann ich bei dem keinen Kopfschuss machen. Komisch. Bei dem klappt es aber. Naja, Zeit, das Widerstandsmitglied wieder zu verfolgen. So. Geheimagent Draven folgt dir. Es ist alles okay, Kleiner. Ich werde dich sicher durchschleusen. Komm. Verdammt! Nein! Weil ich eine Dose gekickt habe. Dieses Spiel. Jetzt müssen wir hier wieder warten. Gut, dass ich die PMC-Wachen getötet habe, sonst würden sie aufwachen, wenn er gerade vorbeigeht. Ich sehe es kommen. Und das Widerstandsmitglied müsste jetzt hier sein. Yep. Wir verfolgen ihn also das gesamte Gebiet über jetzt. Das ist der Punkt, wo er sich maximal zurückziehen wird. Wann immer er mich irgendwie sieht oder bemerkt oder so, wird er sich zurückziehen. Weil ich sein Feind bin. Auch hier, Puppenshop. Der einzige Puppenshop der Welt. Also nennt ihn doch einfach Puppenshop. Und nicht irgendwie Nakisas Puppen oder was. Nein, er muss Puppenshop heißen. Schon wieder eine Dose getreten. Oh, weil er die Dose gehört hat, hat er in die Wand gestarrt. Okay, meinetwegen. Er dürfte auch die toten PMCs bemerken. Und ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn er an PMCs stecken bleibt. Naja, er bleibt stecken. Das ist im Prinzip, was passiert. Auch komische Nummernschilder haben die Autos hier. So, ich darf das jetzt nicht versauen. Das ist ein Teil, den ich nur zu oft versaue. Ich hab's versaut. Those resistance fighters can't advance because of the PMC troops. Isn't there something you can do to help, Snake? We're under attack. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ich hab's versaut. Tja, was soll man sagen? Und das Widerstandsmitglied hat mich natürlich entdeckt. Ich würde mal sagen, wo zielt ihr denn eigentlich immer hin, wenn ich das hier anmache? Ja, seid ihr. Ich versuche euch nur währenddessen auszuschalten, damit ihr mir in Zukunft kein Problem mehr seid.
Geile Musik. Das Widerstandsmitglied ist jetzt erstmal kein Problem. Die Wachen müssen weg. Geh doch nicht aufs Auto, Drabbin. Das ist das Dümmste, was du machen kannst jetzt. Ja. So, damit ich wenigstens einen weiteren los bin. Bin ich dort überhaupt... Das nur für den Fall, dass dort noch einer lag. Und offenbar... Nee, da war keiner. Guck mal, er geht zur Melodie ab. Okay. Dort ist das Widerstandsmitglied bei dem Puckel. Das ist er. Die PMCs können nämlich nur aus dieser Richtung kommen. Ah, der erste Aufprall mit PMCs im gesamten Gebiet und ich versaue es bereits. Diese Melodie. Nein, sie sind nur tot. Mann, ich kann heute vor Fax Dingens Kirchens Sake nicht treffen. Das gibt's doch nicht. Ich versuche es jetzt einfach mit dem Mark II ein bisschen schneller zu machen. Ach komm, Mann, das ist so unglücklich gelaufen, wie es nur gehen kann. Ich sehe es. Und aus irgendeinem Grund haben sie mich jetzt deswegen gefunden. Und aus noch irgendeinem Grund kann ich sie nicht treffen. Wo ist der hin? Ein guter Zeitpunkt zum Nachladen, wollte ich nur mal so sagen. Ich hasse die Widerstandskämpferjagd, weil immer irgendwie irgendwas schief geht. Es geht nicht, dass ich einmal durchkomme, ohne dass irgendwas schief geht. Sobald ich diesen Typen verfolge, bin ich es, der Fehler macht. Wisst ihr, warum das alles passiert ist? Wisst ihr es noch? Try equipping the signal interceptor. You should be able to get intel on the resistance from PMC communications. Wen interessiert das? Ich bin hier mitten im Kampf. Das Ganze hier ist passiert, weil ich einen Kopfschuss verfehlt habe. Und plötzlich kommen unendlich Soldaten. Ich hasse das. Es ist einfach diese gesamte Map irgendwie. Was ist das jetzt langsam? Habe ich genug umgebracht? Gib dir jetzt auf! Lass dir mich jetzt in Frieden, bitte! Es kommen noch mehr! Es kommen wirklich unendlich viele! Treff ihn! So! Er darf nicht wieder einen neuen Alarmzustand aufrufen. Dann kann es nämlich endlich mal weitergehen. Entschuldigung, Leute. Ich komme hier nicht weiter. Ich hasse diese ganze Sequenz mit dem Widerstandsmitglied. Es ist so dumm. HQ, do you read? This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Das Widerstandsmitglied ist dort hinten. Und ich werde jetzt meine Tarnung umändern. Damit sie mich wenigstens nicht die ganze Zeit so sehen. So, und auch hier nehmen wir jetzt endlich mal die normale Gesichtstarnung, die mir höhere Prozente verschafft, damit ihr sie auch mal seht. So, hier bei Laughing Octopus. So. Und... Tarnung annehmen, damit wenigstens das Widerstandsmitglied mich gleich nicht mehr entdeckt. Denn ihr seht an dem Puckel, dass er jetzt dort hinten sich langsam hinbewegt. Weil der Alarmzustand weg ist. Er hat das nämlich auch gemerkt, dass der Alarmzustand da ist. So, wir warten jetzt auf ihn und dann geht's weiter. Hä?
macht er nicht wirklich. Er geht tatsächlich da oben lang. Dieser verdammte Wichser. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Aber ich habe ihm gerade den Weg freigeräumt und er entscheidet sich, einen anderen Weg zu gehen. Und wartet so lange, dass er das tut. So lange, bis ich aufgeräumt habe, damit er das tut. Boah, dämlicher. Ich krieg wenigstens meine Betäubungsmunition. Das Dumme ist, dort, wo er hingeht, ist eine weitere Wache, die ich nicht ausgeschaltet habe. Warum macht er das? Dieser Penner. Und diese Musik dazu. So, wir werden mal gucken. Er müsste eigentlich theoretisch runtergehen, wenn die Wache genau nicht guckt. Das bedeutet, wir nutzen das Ganze jetzt einfach zu unserem Vorteil. Wer weiß, vielleicht können wir ja was machen, um ihn den Weg freizuräumen. Wo will er denn lang gehen? Wirklich dort hinten lang? Ich habe zu wenig Ausdauer hierfür. Ja, wir wissen alle, was wir in so einem Fall machen können. Reger ihn weg und... Ach so, ich habe hier die Spritze. Die habe ich noch gar nicht vorgeführt. Nehmen wir die Spritze und drücken einmal. Ist meine Ausdauer wieder voll. Man muss deren Helme hassen. Die sorgen nämlich dafür, dass man teilweise so verfehlt. Du hast nichts gesehen, hörst du? Ist gut so. Ich guck nur gerade, ob meine Aufnahme noch läuft. Er schläft nur. Nutze es bitte. Bitte nutze es. Ich mache mir hier für dich sehr viel Arbeit. Normalerweise würde er durch den Park gehen und dort werde ich ein paar Easter Eggs zu zeigen. Wer weiß, ob wir den bei dieser Route noch sehen können. Aber eigentlich hat er jetzt die Route geändert. Er wird jetzt nicht mehr beim Park lang gehen. Naja, was soll's, kann man nicht ändern. Naja, es gibt da, ich kann es dann einfach mal erzählen, es gibt da noch ein paar Easter Eggs, zum Beispiel, dass man sich dort noch, man hat da noch so eine Statuenposition und man kann sich dort der Statue tarnen und dann wird er einen anpinkeln. Außerdem wird man dort einen Verfolger sehen. Aber das könnten wir theoretisch auch. Naja, geht jetzt nicht, das hier ist kein Ort dafür. So. Obwohl, vielleicht geht er noch rechts in den Park. Nein, er ist links lang, oder? Wo ist er hin? Ich habe ihn verloren. Er ist hier lang, oder? Geht nicht. Ach, er wechselt das Gebiet wirklich. Gut. Dann nutzen wir das und haben jetzt endlich einen Gebietswechsel bewirkt. Das heißt, wir haben endlich Fortschritt. Wow, nach dem ganzen Gekämpfe. Ich hoffe, das können wir jetzt leichter durchkriegen. Jetzt sind wir übrigens bei meinem Podcast-Weg. Aber es war eigentlich nicht Absicht, dass wir dem Widerstandskämpfer hier durchfolgen, weil das eigentlich nicht seine Route auf diesem Schwierigkeitsgrad ist. Er hat sie nur aus irgendeinem Grund geändert. Nachdem ich ihn den Weg freigeräumt habe und ausgerechnet währenddessen. Deswegen, naja, weiterverfolgen. Einfach weiterverfolgen. Geh bloß nicht links lang. Wie wir alle sehen, sind dort weitere PMCs. Danke. Dass du rechts lang gehst. Nicht zu dem Gebäude 313. So, das ist doch der Weg, den er bei mir bei meinem letzten Let's Play genommen hat. So, wo war er jetzt? Nicht zufällig da drin, ne? Er lehnt hier an der Wand, oder? Naja, an der Wand lehnen ist falsch. Aber er entscheidet sich zurückzugehen. Nein, tut er nicht. Hat sich nur kurz umgeguckt. Gut so. Gutes Widerstandsmitglied. Es ist eine schöne Idee, die sie hier hatten. Jemanden einfach zu stalken.
aber man kann es einfach nicht umsetzen, ohne dass es irgendwie dämlich wird. Mann, schon wieder die TARDIS. Ich muss aufpassen, weil weder er noch die PMC dürfen mich bemerken oder sehen. Demnach werde ich jetzt hier schleichen, um bloß keine Fußabdrücke, also Fußschritte abzugeben. Was macht er da? I can't seem to understand his movements. They're so strange and unreasonable. Oh nein. Oh nein, bei dieser Route wird er wieder auf das Akina-Poster starren. Was ich euch schon im letzten Part gezeigt habe. Blöd. Naja. Und wir haben schon den Helikopter. So, kleinen Moment. Ich gehe kurz ein bisschen hoch und muss gleich niesen. Moment. Dann ist das schwer, die Position zu bewahren, während man niest. Dass man hier bloß nicht mit dem Kopf gegen das Mikro knallt. Okay, er ist nicht zur Akina gegangen. Oder doch? Moment, nein. Ist er nicht. Er ist hier? Looks like they're conducting vehicle patrols. Watch out for them, Snake. Und er geht zum Kanal. Look out. Searchlight. Find something nearby to hide behind. Stay out of the light. Vor allen Dingen lass dich nicht sehen von den dummen PMC-Wachen, die hier rumstreuen. Und in einer Kanalisation haben wir im letzten Part gesehen, ist auch einer. Oh ja, bitte. Hier kann man nämlich so viel versauen. Es gibt hier so viele PMCs, die einen sehen können. Und dann auch noch der Widerstandskämpfer. Wir sind hier aber kurz vor einem Gebietswechsel. Das heißt, ich lasse mich nicht von dem Scheinwerfer, von dem PMC da oben und von dem PMC hier unten sehen. Und alles sollte gut sein. Und dann werde ich den Part beenden, wenn wir das geschafft haben. So, ganz vorsichtig einfach. Der Widerstandskämpfer kommt schon durch. Er wird dort hinten einfach seinen Weg weitergehen. Es geht vor allen Dingen um den dort. Nein! So kann ich ihn nicht treffen. Komm schon, Widerstandskämpfer, geh da durch. Nur deine Einbildung. Bleib nicht stehen, da ist nämlich der... The Resistance. Was? Wieso ist der denn... Nein! Ach Leute! Das könnt ihr nicht machen, weil... Dieses dumme Stück! Och, nein! Wir waren... Dort ist der Levelausgang. Wir wären safe gewesen dahinter. Nein, sehe ich nicht ein. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Und zwar dort hinter diesem Levelausgang. Wir werden jetzt da durchgehen und das Gebiet wechseln und... Oh, Leute! Moment. Theoretisch könnte ich euch was zeigen. Vielleicht klappt das ja noch. Ist das ärgerlich. Ist diese gesamte Verfolgungsjagd von diesem dummen... Ach, Drecksmist. Ach, ärgerlich. Also gut. Wenn man jetzt hier hochgeht und dem Ganzen so folgt, kommt man ins nächste Gebiet. Und wenn man hier den Signal Interceptor wieder einsetzt, also den Signalempfänger, wird man theoretisch in diesem Gebiet einen weiteren Widerstandskämpfer finden. In diesem Gebiet. Ich hoffe, das klappt auch für alle Schwierigkeitsstufen. Wir warten. Und ich kann euch mal den zeigen, wenn man den ausschaltet hier. Also bloß den Suchscheinwerfer vom Helikopter. Moment.
So. Jetzt kann er uns hier nämlich hier nicht mehr sehen, der Helikopter. Südliches Flussufer. Wo sind wir? Vor- und Nordwestsektor. Wieso ist er da? Wisst ihr eigentlich, wie weit weg das ist? Eigentlich gar nicht weit weg. Ich gehe hier durch und bin da. Na gut, ich schleuse ihn jetzt hier durch. Offscreen, Entschuldigung. Und wir sehen uns dann wieder. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out. Bis zum nächsten Part. Tschüss. So, ich melde mich nochmal kurz zurück, um euch nochmal zu zeigen, was ist denn gerade noch passiert? Erstens mal sehen wir die Silhouette, die uns verfolgt, die ich euch schon mal zeigen wollte vor einem Part. Und dann sehen wir nochmal, wie es ist, wenn man den Widerstandskämpfer aus einer Gefangenschaft durch einen PMC-Soldaten befreit. Und dass die Art, wie ich den Widerstandskämpfer in diesem Part getötet habe, tatsächlich auch auf die PMCs als Killmethode zutrifft. Schaut einfach. Ich verabschiede mich schon mal. Bis dann.